Hallo liebe Freunde, willkommen heute mal zu einem Let's Play der anderen Art. Marius hat mir, oder nee, eigentlich habe ich Marius auf dieses Spiel gebracht. Und er hat gesagt, spiel es und bitte, bitte mit Facecam, wahrscheinlich um die Reaktion zu sehen. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Spiel. Und ja, es geht um Penisse. Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung. Ich starte mal das Spiel und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Oh Gott, das wird so peinlich. Okay. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt schon so hart. Okay, was soll ich tun? Knock the apple on the tree. Okay, so. Oh Gott. Okay. Pull A from the pot. Oh mein Gott. Okay, das gefällt mir jetzt schon. okay, ich soll A drücken. Ja. Okay. Ah, und dann macht er... Oh mein Gott. Oh nein, Alter. Okay, ein anderer Apfel. Okay. Ja, ich habe mir das selber eingebrockt, ich merke das schon. Alter, nein, oder? Nein, das habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist das für ein Spiel, Alter? Oh Gott. Press A, pull from the... Okay. Go to the sandbox. Okay. So, ich bin in der Sandbox. Und jetzt? No one will ever love you. Ja, das ist mir absolut klar. Wenn ich so aussehen würde... Alter. Oh mein Gott. Oh mein... Alter, hat der einen Ring da drin? Oh, der Arme. Auch wenn es nur ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Viagra zu viel, oder was? Alter. Okay. John woke to the shrill cry of his alarm clock and lay there, rigid. His usual morning condition. But there was another reason John couldn't get out of bed. It was the weight. A weight that had nothing to do with his muscles or fat or sweaty blankets. John was weighed down by a piece of paper. The invitation to his high school reunion. Okay. From across the years, the words he'd heard in the schoolyard were still clear. You're a loser. No one will ever love you. Oh Gott. Alter, was hab ich mir da angetan? Oh mein Gott. Oh Gott, so. Okay. Okay, ich finde das sehr verstörend alles. Was ist das hier? Oh ja. Kann ich das essen? Warte. Ich muss. Oh Gott. Oh Gott. Nee, okay, alles klar. So, kann ich die Tür? Ja, das geht. John had 3 months until the reunion to turn his life around. Okay. First, he needed to clean up. Clean up, okay. John needed to shower and wash off the sweat. Ich kenne die Szene. Oh mein Gott, es tut mir so leid, was ich jetzt. Alter. Oh, das tut beim Zusehen weh, Alter. Es geht gar nicht. So, einmal die Seife. Ja. Und einmal. Jawohl. Ja, Alter. Cleanness. Das ist das, was ich jetzt brauche. Einen schönen sauber. Wo ist eigentlich der Rasierer? Ich müsste mich noch rasieren. So, okay, sehr schön, wunderschön. Wunderschön, okay, super. Und weiter geht's. Kann ich das? Oh Gott. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so klar, aber es scheint, ja. Lass es los, bitte lass es los. Ah, danke. So, jetzt, ich muss mich anziehen, okay? Gucken wir mal. Ja, nein, das ist nicht so. Was ist da? Ja, das finde ich schon besser. Nein, ich bin keine Frau. Das ist doch wohl eindeutig. Okay, Alter, dieses Geräusch. Nee. Ja, das geht. Ja. Okay,
Ich soll, ja. Eine Kakerlake! Ja! Ja! Okay. Kann ich das essen? Ja, weil er kann... Warte mal, ich muss... Das muss so, oder? So, so? Wunderschön. Das ist eine total umgedrehte Welt. Alter. Okay, oh. Das tut mir jetzt leid. So. Clean... Oh. Oh, ich hab's sauber gemacht. Sehr schön. Das finde ich gut. Ja, ja. Okay. La, 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 la. Ich bin ein kleiner Penis. La, 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 la. Alter, okay. Kann ich die... Okay, lassen wir das. John called it his study, but it was basically for games and porn. Nein. Mostly porn. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß nicht, ob ich das lange durchhalte, dieses Spiel. Alter. Oh. Oh Gott. Okay. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Alter. Aha. John had left his apartment late. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. He might make it to work on time. John didn't really like his job, but it had two qualities in its favor. One, he could pay his rent, and two, Barbara. Currently John's top candidate for his reunion date. Okay. John noticed a moderately attractive peen waiting at the stop. Okay. He tried to start a conversation and did not get the reaction he'd hoped for. It was probably because he was a minimum wage peen. She could probably sense it. Okay. Muss ich jetzt da rein, oder? Oh mein Gott. The office hummed with cold fluorescent lighting. The air was cold and stale, lifeless. How long had John worked here? Long enough to deserve better. Das ist die Fleischkorb, okay? Werden hier Würstchen hergestellt? Ah. Okay. Oh mein Gott. Kann ich Oh mein Gott. Oh, hallo, darf ich mal kurz Alter. Oh mein Gott. Oh Gott. Was? Okay. John was late, but he felt daring. He could sneak into the office through the archives, or he could stroll through the front entrance with enough confidence to bluff his boss. Nein, 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 oh, ich bin da aus Versehen rein. Nein, nein, okay. The direct route. Ja, ich lass mich aber... Oh mein Gott. John was really trapped by the morning coffee rush. Alter. Das ist ja hier wie auf einer... ja, lauwarm Orgie. Alter. Okay. Everyone else was hard at work, grinding away. John might actually get away with this. The boss. He homed in on John, deluging him with spit and buzzwords. Nein, 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 nein. The boss ran out of synonyms for John's failings and gave him an ultimatum. Okay. Barbara would definitely not be interested in dating John if he was unemployed. He had to get to the quality assurance department. Ich will das nicht weiterspielen. Alter. There oh Gott. Be a faulty dildo just waiting to cost the company millions in lawsuits. John would have to test them all. Was, ich muss dir... Oh Gott. 50. Alter, wollt ihr mich verarschen? 50. Every atom of John's rectum began to vibrate with the frequencies of pure pleasure. His orifice was a paradise. This vibrator would end all wars. Alter. It was good. Ja, war das gut? Ja, ich... That one was good too. The Prostate Pounder X900 series. The most advanced vibrator on the market.
sweet mother of no, John, that's too much. Alter. One anus to handle. What the fuck, Alter? Alter, okay, okay, Alter. Okay, ich, oh, Alter, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Das ist ja krank, dieses Spiel. Alter. Okay, es ist zu mächtig, um von einem Anus alleine gehalten zu werden. Und John's butt hurt, but his heart was proud. If that vibe had gotten out into the world, it could have injured a customer as badly as it had ravaged his anus. Soothe asshole, apply. Okay, also muss ich jetzt so? Okay. Ja, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Pain. The boss arrived and congratulated John on taking one for the team and jumping on the hand grenade, or in this case, putting it up his butt. Kann ich, oh Gott. John was having trouble following the conversation because he was quite high on suppository painkillers. Ja. And then the boss said it. Promotion. Finally, so. The company was recognizing John's hard work and ignoring his minor faults. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Ohne Witze. Alter, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. John's new office smelled like polished wood and success. Make the space your own. Okay. John's success. Okay. Sam dropped by. He'd heard John had been hurt. John said he was fine. He wasn't a softie to complain about a mildly ruptured rectum. Besides, he had a promotion to celebrate. Ich möchte auch den Redefluss nicht. John had met Sam in college during a sports ball game. He'd given him some stiff competition. Ich möchte ja auch den Storyfluss jetzt hier nicht. Ja, also ihr versteht die Story, Alter. Na, ah. Das ist ja noch einigermaßen normal, Fußball hier, aber oh, Alter. Habt euch ganz doll lieb, ne? Ja, auf jeden Fall. Nein. Komm, auf. Was? Ja, ich schieb mal einfach mit rein. Stiff enough. They'd started at FleshCorp product testing together. Nothing builds a friendship like a long day of dildo mounting. Das ist so falsch in so vielen, aus so vielen Gründen. Es ist so falsch aus so vielen Gründen. Ah, okay. Es ist so falsch aus so vielen Gründen. Oh. Yes. John had known Sam for a while. But John couldn't hang out with Sam. He had a reunion to prepare for. He was going out with Barbara tonight. He just had to ask her. Oh. Nummer eins, ich will den Redefluss natürlich nicht unterbrechen hier, ja? Von der Story, von der absolut großartig geschriebenen Story. Und Nummer zwei, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Alter, was ist das für ein Spiel? Oh Gott. Oh, wenn ich da. Warte mal. Da. Pain. Okay. Ja, das ist, glaube ich, aber. Okay. Okay, er klebt an. Go find. Okay. Ich gehe hier raus. Ich. Everyone was quiet, listening to the presentation. A good moment for John to ask Barbara out. Okay. Und wer ist Barbara? Ist das das Barbara? Nein, ist das? Hallo? That's not Barbara, John. Ja, wer ist denn Barbara? Das? Uma. Ist das Barbara? Nein. Wer nope. Ist das hier? Nein. Okay, und das hier? Alter. Barbara agreed. Well, she nodded. Sort of. Juhu. Really ich hab ein Date. Juhu. Yeah.
Alter, was ist das? Das John ist so ein Scheiß. To act as suave as possible and listen to Barbara talk business. Okay. He didn't want to blow his chances of long-term love and short-term sex. Ja, voll, ja, okay. Barbara Hallo? Began to talk about monthly feedback figures and John started to zone out, imagining him and Barbara at the reunion. A power couple. She would make his classmates sick with envy. If he could get her to tone down the boring chatter, mir wird einfach nur schlecht bei diesem Spiel. John's balls were gripped by certainty. Barbara was the perfect date for the reunion. Okay. John thought he would impress Barbara by going behind the bar and showing the bartender a thing or two. Okay. Und jetzt, was Despite ist, okay. Barbara's protests that it was unnecessary, John knew that a true gentleman should follow her home. He was excited. There was still 3 months until the reunion, and he'd already landed his perfect date. All he had to do was seal the deal. Alter, was ist das? Ganz ehrlich, was ist das für ein krankes Spiel? Barbara thanked John for the evening and politely did not invite him inside for coffee. Or sex, even though John had dropped some pretty obvious hints he'd be into both, or just the sex. The door slammed on John's hopes. He didn't understand. He'd laughed at all Barbara's pie chart jokes. Ein Penis to her boring stories. Oh. The blank eyes of the lawn flamingos were witnesses to John's shame. Oh Gott, ich weiß echt nicht, Leute, ich weiß nicht. Es kann fliegen. John lonely walk home. Es gibt's nicht. Thoughts tumbling like shoes in a dryer. He had done everything wrong. Barbara had led him on just to humiliate him. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, aber ich glaube, das ist auch egal. John felt empty. How could he get love? Something he felt missing. Like he was missing something, some key to attracting sex. But John was shooting blanks. What did Peens want? Oh, then God. It hit John out of nowhere. Stuff. He had the success. He just needed to show it off. Oh, but where was John going to get all the stuff he wanted? John needed a sign. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. A new day, a new John. He waited outside his local buttload store for it to open. Ich kann nicht mehr. His promotion bonus ich on stuff. Kann nicht mehr. The best way to impress women. If it was buttloads of stuff John wanted, then he would need buttloads of cash. Ich kann nicht mehr. Oh, lass mich raten. Ja. Ja, ja, ja. Es ist alles. Also es ist Brieftasche, es ist. Oh There's mein nothing Gott. Like a rectum full of money to make a peen feel like a man. Diese Sprüche dazu, das es ist so hart, Alter. Es ist so hart. Hallo? Hallo? Herr Wachtmeister? Sind Sie also ja, okay. Ja. Ja. Die Steuerung ist übrigens hakeliger, als man denkt, ne? Also, ja. Wie komme ich... Da! Okay, warte mal. Vielleicht muss ich... So? Suddenly it occurred to John that he was going to make a lot of choices. And every one of those choices would tell the world who he was. Delicious. Oh ja. How could John decide? Gott, was ist das für ein Spiel? What would a date think when they sat in John's home? Comfort or style? Muss ich jetzt wieder, nein.
Also ich habe das Gefühl, hier muss man sich alles in den Arsch schieben irgendwie. Okay, und jetzt, hallo? Hallo? Muss ich jetzt hier, also... Nothing says style like an overpriced and uncomfortable chair. John weighed up all the differences, but this was a tough choice. Also gut, der linke, der ist ja schon ein bisschen farbenträchtiger so, ne? Der rechte ist so ein bisschen dunkler, ja? Ich wähle den will, ich will genau den haben. Something told John this was the TV for him. Ja, ja, da. Geld, Geld. Lass es Geld regnen. Geld, Geld, TV. Geld. Ja, digital natürlich, ne? Also, jetzt los, John da, realized that it was only 2 months and 29 days until the reunion. Time flies. Cactus or Rose? Was John a rugged hero or a romantic poet? Natürlich romantisch. If John grew his own flowers, then he'd save on romantic gestures in the long run. Da ist egal. There was nothing John could take with him to the grave. Ich krieg mich nicht mehr. Ich krieg mich nicht mehr. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Müll, Alter? So, komm, mach das Ding zu hier. Komm, ob, los, los. Oh Gott. Bitteschön. Except his coffin. John liked to get his pizza delivered. That way he could see Delilah, the delivery peen. She always made him smile. Nimm wahr. John knew that Delilah thought pineapple on pizza was an abomination. What bedding would Delilah prefer? John couldn't help wondering. Regular sheets. Just like the regular pizzas he regularly ordered. Devoid of any sense of style, buying new clothes would be John's toughest challenge. Oh ja, das John decided to go with the outfit. Music, the food of love. Should John go retro sophisticated or just retro? John's personal nostalgia was more important than sound. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Every can was made of metal, pulled from the bones of the earth, wrestled to the surface and smelted in roaring furnaces. All so John could buy peas preserved in salty water and stick them up his butt. Scheiße! Purchases were on the way to his apartment. Yeah. All he had to do was invite a date over. One look at all his stuff and they'd be overwhelmed with sexual desire. John felt proud. And also hungry. It gave him an idea. He should invite Delilah over for dinner. John was excited. Delilah was on her way. He just needed to set the mood to romance. Okay, Musik anschalten. Ja, geht das hier? So. Classy. Ah ja. So, nein, oh Gott. Die Steuerung, ey. Die bringt mich noch um. So. Zu damit. Jawohl. Wunderschön. So. Ja. Was soll ich dazu sagen, ey? Oh, ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist... Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das raushauen soll, ganz ehrlich. Ich muss erst Minimum 10 Leute fragen. Gott. Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Na! Ah!
Ja, wir gucken, was passiert. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und, ja, ja, ja. Ich kann nicht mehr. So. So.